Namaste. Ich bin Britta Lambert und es ist so schön, dass du da bist. Mit meinen Channelings möchte ich das Licht, das uns ununterbrochen umgibt, das uns trägt, beschützt und bedingungslos liebt, für dich in deinem Alltag erfahrbar machen. Wenn dich diese Botschaften ansprechen, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, am besten die Glocke aktivierst und sie gerne mit lieben Menschen teilst. Ich wünsche dir nun ganz viel Segen und Inspiration mit dieser Botschaft aus der geistigen Welt. Genau, habt ihr jetzt die Information bekommen? Ich lasse gerade noch nebenbei zu. Ich hoffe jetzt, dass ich das jetzt mitkriege, wenn ich gleich am Sprechen bin, falls noch jemand reinkommt. Aber ich glaube, wir sind ohnehin so gut wie voll. Ja, dann möchte ich jetzt pünktlich sein und eure Zeit gar nicht überstrapazieren mit Warten. Wir haben jetzt schon 19.02 Uhr. Wir haben heute mal wieder eingeladen zu einem Live-Reading, zu einem Live-Healing-Abend mit den 12 Siegeln. Ich habe ja aufgehört, diese regelmäßigen Wochen-Readings zu machen, wie ihr das gewohnt wart, einfach auch so ein bisschen, um zu ermutigen, selbst mit den Symbolen zu arbeiten, selbst Energien wahrzunehmen, weil ich stehe ja für Selbstermächtigung und nicht vortanzen, könnte man so salopp sagen. Aber heute möchte ich einfach mal gerne wieder ein gemeinsames Bewusstseinsfeld der Heilung, der Transformation kreieren mit euch allen gemeinsam, wie kraftvoll wirklich die Siegel sind und was wirklich ein Bewusstseinsfeld in der Tat bedeutet. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den 12 Siegeln, diejenigen, die mich vielleicht noch nicht so lange kennen. Ich habe die Siegel vor vielen Jahren, 15, 16, 17, ich weiß gar nicht mehr so genau, empfangen von der geistigen Welt. Meine Bitte war damals, gebt mir doch mal was mit der Gabe des Channels, was den Menschen eben hilft, sich selbst helfen zu können, ohne dass ein Seminar nötig ist, ohne dass irgendein Guru nötig ist, der einem was beibringt. Ein Werkzeug, das uns dabei hilft, uns zu erinnern, wer wir eigentlich sind, ohne Einweihung und dergleichen. Und ich lasse hier gerade noch mal zu, die Leute, die im Warteraum sind, sorry. Und dann kamen eben diese 12 Symbole aus der geistigen Welt zu mir. Am Anfang habe ich gedacht, als ich angefangen habe, irgendwelche Symbole zu malen und was dazu zu sprechen, was ich dann aufgeschrieben habe, ich spinne. Aber mittlerweile sind so viele Wunder geschehen und ich bin froh, dass ich damals vertraut habe, dem, was kam, und das kann ich jedem zum Thema Intuition immer nur zurufen. Vertrauen ist eine Wahl, Zweifel auch. Gell, Jeanette Marie, ich sehe dich gerade, darüber hatten wir es letzte Woche im Heiler-Meeting. Und hätte ich damals nicht vertraut, wären viele positive Rückmeldungen nicht geschehen. Ich habe nichts gemacht. Die Menschen, die mit den Siegeln arbeiten, haben das selbst gemacht. Wirklich angefangen von schwersten Erkrankungen, Lähmungen, aus dem Rollstuhl aufstehen und laufen, über Krebs bis hin zu materielle Dinge, Beziehungskonflikte. Alles ist möglich, wenn man eigenverantwortlich wirklich mit den Stimmgabeln arbeitet, die uns, ja, vom Himmel gegeben werden oder die einfach zwischen Himmel und Erde uns zur Verfügung stehen. Und die eines der kraftvollen Werkzeuge neben Kristallen, der Vital-Energie und viele andere wundervolle, ich nenne es Stimmgabeln, die uns helfen, in eine höhere Schwingung zu kommen, mit denen ich jetzt nicht arbeite. Es geht nicht darum, was ich mache, sondern was sich für jeden stimmig anfühlt. Und für mich sind einfach die 12 Siegel etwas sehr Kraftvolles, die ganz kurz gesagt sozusagen ein destruktives Programm auflösen, an der Entstehung und das gesunde, positive Programm aufspülen. Es ist sehr, sehr einfach in der Anwendung. Also das, was stört, geht raus, das, was fehlt, kommt rein. Ich erkläre das gerne so, wenn beispielsweise unser Drucker nicht mehr druckt, weil der falsche Druckertreiber drauf ist, dann schmeißen wir den Störenden raus und spielen den Gesunden auf. So ähnlich läuft es mit den Siegeln auch und man hat ein Werkzeug an der Hand, mit dem man weiterarbeiten kann. Ja, ich will jetzt aber gar nicht so viel drumherum reden, sondern meine Intention an diesem Abend ist eben, dieses Heilfeld zu erzeugen. Wir haben es gestern in der E-Mail nochmal geschrieben, ihr seid willkommen mit euren Anliegen.
Egal, was das ist, was Körperliches, was Materielles, ich finde die Berufung nicht, was auch immer. Wenn ihr einfach jetzt mal in den Chat schreibt, was ist es, was mich in meinem Leben immer und immer wieder blockiert? Ja, was sich wiederholt, sozusagen immer derselbe Film, nur mit anderen Schauspielern. Was ist es, was ich nicht loswerde? Irgendwas blockiert mich, ich komme da selbst nicht ran. Schreibt es bitte in den Chat. Wir werden einen exemplarisch auswählen, mit dem ich jetzt quasi eine Session durchführe, für den ich ein Reading mache. Bitte jetzt nicht alle anderen enttäuscht sein. Wir kreieren ein Bewusstseinsfeld und ich habe solche Healing-Abende schon lange nicht mehr gemacht, aber schon oft. Und es ist immer eine ganz, ganz große Synchronizität. Also jeder kann diesen Prozess mitgehen, kann mit seinem Anliegen diesen Prozess mitgehen. Und ihr werdet alle sozusagen euer Urmuster miterlösen und das Gesunde aufspielen. Exemplarisch, eine Person wird quasi arbeiten, ein Mensch wird arbeiten und ihr dürft alle anderen in diesem Prozess mitgehen. Ja? Von daher bitte ich einfach um, er schreibt schon in den Chat, Karanuk, kannst mir bitte helfen? Ich kann jetzt nicht reden und lesen gleichzeitig. Ja, kannst du noch mal einmal gucken, ob du die Fabienne noch reinlassen kannst? Die ist irgendwie rausgeflogen, glaube ich. Warte, warum eine Person? Wenn es eine gibt, dann kann die nämlich noch genau rein. Ja. Moment mal. Ich weiß mal. Nicht, ob die Hier das kann ist. Jetzt jemand beitreten. Ich kann jetzt hier gerade niemanden mehr zulassen. Ja, vielleicht sind wir dann auch voll. Ich weiß nicht ich genau, habe wie jetzt die das zählen. 99 Teilnehmer, aber Fridolina ist am Beitreten. Vielleicht, wenn sie nicht reinkommt oder so. Ja, vielleicht ist sie jetzt auch drin. Ich weiß es nicht. Ich habe das gerade in dem Telegramm gesehen. Ja, okay, wir haben jede Menge Nachrichten. Ich lese mal einfach vor. Und ja. zwar, uiuiui. also. Wurzellos, finanzielle Probleme, Geldblockaden, Finanzen, gesundheitliche Probleme, Erfolg im Business, mein Körper nimmt kaum mehr Nahrung an, Krankheit, Ängste, Angst vor der Herausforderung des Lebens, vor dem Leben, zu viel Arbeiten im Hamsterrad, zu wenig Selbstfürsorge und Ausrichtung auf meine Berufung. Druck im Bauch, Solarplexus bis in den Hals hinein. Ich habe ständig Husten oder Kreuzschmerzen, es blockiert mich. Angst vor der Angst, Berufung finden. Wie geht es weiter mit meiner Tätigkeit für das Wohl aller Menschen? Abnehmen, zunehmen, abnehmen und so weiter, seit ich 14 bin. Grenzen setzen, Schuldgefühle, Selbstliebe fehlt, Gesundheitsprobleme. Ganz schön viele. Okay, ich würde sagen, Ja. wir nehmen die noch, ja, mach weiter. Ja, es gibt noch ganz viele. Also ich könnte jetzt noch bestimmt eine Viertelstunde weiterlesen. Ich kann ja nochmal weitergehen. Also 30 Jahre Allergie, also viele Gesundheitsprobleme, Partnerschaft, Blockaden, Urvertrauen. Da haben wir ein tolles Channeling zu. endlich zu mir selbst finden, neuen Partner finden, finde meinen Weg nicht, Berufung finden und viele körperliche Probleme. Also ich glaube, wenn ich alles zu vorlese, dann wird es ein bisschen zu viel. Okay, Vielleicht muss dann man nehmen wir doch mal, ich glaube, ich habe das gerade wahrgenommen, was mir wichtig wäre, die Person, mit der ich arbeite, wäre super, wenn die Kamera aktiv ist, einfach damit ich diesen Menschen sehen kann, mit dem ich es dann zu tun habe. Also wer möchte, dass ich mit ihm arbeite, hat bitte die Kamera und auch das Mikro dann aktiv. Und vorneweg, es ist so, dass egal, was ihr habt, also es ist natürlich nicht egal, was ihr habt, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe hier gerade den Warteraum hier nochmal. Alle zulassen. Es ist nicht egal, was ihr habt, aber egal, ob es sich um ein partnerschaftliches Problem, ein materielles Problem, ein gesundheitliches Problem handelt, es ist ein Symptom, ja. Und bei dem einen manifestiert sich das eben im Körper, bei dem anderen eben in den Finanzen, beim dritten in der Partnerschaft, in der Berufung, schlimmstenfalls alles zusammen. Und es geht nicht darum, wenn ich jetzt das Thema Gesundheit wähle oder Finanzen, dass die anderen denken, oh Mist, aber Finanzen, ich habe doch was mit dem Körper. Es sind alles Symptome, ja.
Und es geht nicht um das Symptom. Mich interessiert, wenn mir manche Menschen sagen, oh, ich habe da dieses und jenes gesundheitliche Problem, soll ich dir mal ein Foto schicken? Dann sage ich, um Gottes Willen, bitte nicht, ja. Ich kann mir Krankheiten grundsätzlich nicht merken, weil ich mich nicht um die Krankheit und um das Symptom kümmere, sondern um die Ursache, ja. Weil wenn wir die Ursache auflösen, dann kann der Körper, das Energiefeld sich dem anpassen. Ich habe jetzt im Mind, Kerstin, mit den Allergien, Asthma und so weiter. Möchtest du, dass ich mit dir arbeite? Okay, ich sehe dich. Super, du bist auf der ersten Seite. Dann darfst du dein Mikrofon freischalten. Und die anderen dürfen bitte, ich muss jetzt hier gerade mal kurz das Fenster auf die Seite schieben. Sorry, ich bin so ein bisschen mit der, heute bin ich selber der Host. Und ich bin nicht so der Technik-Freak, aber ich kriege das ganz gut hin, wie ich gerade sehe. Kerstin, ich sehe dich. Da bist du. Sag mal bitte was. Hörst du mich, Britta? Hör dich super. Wunderbar. Wunderbar. Wo kommst du her? Aus Sachsen-Anhalt, Aus Sachsen-Anhalt. Deutschland. Wunderbar. Okay. Gut. Also wie gesagt, ihr anderen, nehmt bitte alle euer Anliegen mit rein. Ich gehe jetzt wie folgt vor. Sag mal ganz kurz ein bisschen was zu dir, Kerstin, wenn du möchtest. Einen Satz. Ich bin 63 Jahre, habe seit über 30 Jahren Allergie. Daraus hat es ein Asthma entstanden. Begonnen hat es mit Nasennebenhöhlenentzündung, Tinnitus und jetzt kriege ich ständig einen Hörsturz. Mein Körper sagt wahrscheinlich, ich soll in mich reingehen. Wir schauen, was dein Körper sagt. Ich gucke jetzt in die Siegel. Ich gehe vor wie folgt. So mache ich das in der Session. So ist es auch in meinem Fernkurs Ho'oponopono skizziert, wer den Prozess nachvollziehen will oder wer das kennt. Es gibt ja einige, die schon so ziemlich alles gemacht haben, was ich anbiete. Ich mische jetzt meine Siegel, ziehe intuitiv frei für dich und dann kann ich so ein bisschen sehen schon mal, worum es in der Tiefe geht. Und dann reisen wir gemeinsam in dein Unterbewusstsein, in deine Seele, wie man es immer nennen möchte, und schauen einfach, was dort getan werden möchte und tun das gemeinsam. Vielen Dank. Ja. Okay, also das erste Siegel sagt uns immer, worum es in der Tiefe geht. Und ihr dürft, wie gesagt, jetzt einfach den Prozess mitgehen, euch auch nochmal bewusst machen, was ihr auflösen möchtet. Das erste Siegel, was sich zeigt, ist Anina. Anina ist das Berufungssiegel. Anina ist das Siegel, das uns dabei unterstützt, dass unsere Seele vollumfänglich mit allem Wissen, was wir in uns tragen, auf dem Planeten Erde inkarnieren kann. Die göttliche Urkraft, das vollkommene Licht in freudiger Verschmelzung mit dem Kosmos. Irgendwas scheint dich zu blockieren, Kerstin, dass du das, was du eigentlich tun möchtest, was deine Seele tun willst, nicht tun kann. Das könnte beispielsweise sein, dass du vielleicht ursprünglich was ganz anderes beruflich machen wolltest und irgendwas gemacht hast, was deine Eltern von dir verlangt haben oder sich für dich gewünscht haben, dass du dich vielleicht für die Familie geopfert hast und eben nie das gemacht hast, was du eigentlich wolltest. Du bringst es aus einem anderen Leben mit, dass das, was deine Seele tun möchte, für dich Gefahr bedeutet. Also wenn du wirklich das tust, was du von ganzem Herzen tun möchtest, dann bist du in Gefahr oder die, die du liebst. Das ist das erste Siegel. Ich lasse hier gerade noch mal vier Leute rein. Das zweite Siegel ist der Weg der Heilung. Und das ist ganz kurz nochmal Anina, die göttliche Urkraft, das vollkommene Licht in freudiger Verschmelzung mit dem Kosmos. Das bedeutet, das, was wir sind, unser göttliches Bewusstsein, geboren aus der Einheit, möchte sich hier zum Ausdruck bringen auf der Erde. Aber diese Erdung, diese Verbindung mit dem Planeten ist gefährlich. Dieses Leben ist an sich nicht sicher. Das ist ein tiefer Schmerz, den du in dir trägst. Der Weg der Heilung ist Kri, die allumfassende Weisheit, die zu allen Zeiten in dir ruht. Bei dir hat es, glaube ich, viel unbewusst mit der Berufung zu tun. Du bist eine sehr alte Seele, trägst unglaublich viel Wissen in dir, kommst nicht ran. Allergien übrigens sind wie so Nebel, die uns von unserem Potenzial auch trennen. Kri zeigt es auch nochmal, dass diese Weisheit blockiert ist. Also der Zugang zu dem Wissen, wie du dein
Seelensein, Dasein zum Ausdruck bringst, das ist verloren gegangen. Dieser Teil deiner Seele fehlt. Du kannst das nicht. Du kannst das auch nicht jetzt lernen, studieren, sondern das müssen wir zurückholen. Und wenn ein Teil der Seele fehlt, so sagt es der Schamane, ich erkläre das immer so, dann ist es wie wenn in der Badewanne der Stöpsel fehlt. Du kannst dich waschen, du wirst auch nass, aber du kommst eben nicht in den Genuss von einem Vollbad. Der Stöpsel muss zurück in die Wanne. Kri ist das Antitraumasiegel, also da muss in diesem Leben irgendwas Traumatisches passiert sein, dass du dein, ich sag mal, dein Potenzial verweigerst. Kri ist sozusagen das Siegel, das negative Glaubenssätze auflöst, Schwüre, Gelübde, auch Flüche. Und wenn man so lange eine Krankheit mit sich rumschleppt, ist eine Diagnose, die die Schulmedizin gibt, ich lehne mich jetzt mal so ein bisschen aus dem Fenster, mache ich aber gerne, sowas für mich wie ein energetischer Fluch. Jede Art von Todesdiagnose ist ein Fluch. Ja, weil was, oder Diagnose generell, du hast jetzt ja Gott sei Dank keine Todesdiagnose, aber wenn ich einem Mensch sage, wenn ein Arzt einem Mensch sagt, du hast noch ein Jahr zu leben, was passiert? Der gibt sich auf, ja. Und wir dürfen, ich finde es unmöglich, ich muss es an der Stelle jetzt auch wirklich nochmal sagen, aber es ist verboten, Geräte abzustellen, Maschinen abzustellen, die das, die sozusagen das Leben künstlich verlängern von der Menschen, aber eine Todesdiagnose darf gestellt werden. Das ist wirklich ein Witz auf Rädern, ja. Also jede Diagnose, auch du hast diese Krankheit und manchmal sagt die Schulmedizin, du hast das, du hast das, du hast das. Manchmal, weil man es einfach nicht besser weiß. Ich hatte eine Frau, die das Augenlicht verloren hat, mit der ich im Sommer gearbeitet hatte. Die hatte Diagnose MS gehabt, weil denen einfach nichts anderes eingefallen ist. Aber die hat überhaupt gar keine MS. Das haben sie mittlerweile rausgefunden. Aber wenn sich jemand mit diesem Bewusstseinsfeld Krankheit EMS anfängt zu identifizieren, entwickelt sich sowas sehr schnell. Ja? Und Kri ist wirklich das Symbol des Diagnosen löscht, dass Flüche, Schwüre, Gelübde aus anderen Leben, Glaubenssätze und generell traumatische Muster auflöst. Und was dann folgt, wenn wir damit arbeiten, Seelenanteile zurückholen, und wir arbeiten ja damit, deswegen sind wir hier zusammen, wir sind ja nicht zum Spaß hier, ne? Dann folgt Carina. Carina ist die göttliche Reinheit. Und da sage ich jetzt nur Halleluja, weil Carina ist auch das Zeichen, Anina übrigens auch, ist das Anti-Allergie-Siegel, by the way. Es gibt ja 12, ich habe die jetzt nicht ausgesucht, ich habe die verdeckt gezogen. Und das bedeutet, die göttliche Reinheit bedeutet, du bist in deiner Essenz frei von Schmerz und kannst in deiner göttlichen Reinheit das zum Ausdruck bringen, weswegen deine Seele hierher gekommen ist. Und ich vermute, dass es sehr viel darum geht, bei dir wirklich eine ganz, ganz alte Weisheit, so eine hohe Priesterin, so eine Göttinnenenergie zu leben. Macht das Sinn für dich, Kerstin? Ja. Ja? Hast du irgendwas erlebt, dass du nicht beispielsweise eine Ausbildung machen konntest, die du machen wolltest? Oder war, ist da irgendwas in deinem Bewusstsein? Ja, ich habe vor 10 Jahren meinen Vati gepflegt. 7 Jahre lang. Also bis vor 10 Jahren. Und jetzt meine Mutti. Und davor? Und als Kind war mein Vati lange weg. War dein Vati was? Lange weg. Okay. Also als von Baby Zeit her, ich sag mal so 3, 4 Jahre. Gut. Also Fakt ist, wir kommen da nicht mit dem Kopf ran und an die Erinnerungsgeschichten, sondern über das Jetzt. Der Schlüssel liegt immer im Jetzt. Und wenn du kannst, dann würde ich dich jetzt einfach bitten, erstmal die Augen zu schließen und mal einen tiefen Atemzug in dich, in deinen Bauch zu nehmen, in dein Herz, wie es sich für dich am besten anfühlt. Und dann geh jetzt einfach mal ganz bewusst ins Drama rein. Und wenn ich jetzt du sage, dann meine ich euch alle. Ja, also ihr seid alle eingeladen, jetzt in euren Prozess zu gehen. Ins Hier und Jetzt. Was ist das Anliegen? Mach dir nochmal das Anliegen bewusst, dein Leiden, die Misere. Und lass das jetzt bitte mal so richtig
da sein. Bitte kein spirituelles Schönreden, kein Positivgequatsche, so richtig in das gehen, was jetzt im Moment beschissen ist, ja? Und wenn du so richtig drin bist in dieser 30 Jahren Leiden mit Allergien oder was auch immer ihr gerade in den Chat geschrieben habt, finanzieller Mangel, Stress mit dem Partner, Ängste, Angst vor der Angst, was immer es war, geh in die Angst, geh in den Stress, geh in das Hier und Jetzt, was dein Leben schwer macht, was dich von der Erfüllung, von der Glückseligkeit trennt. Geh jetzt in diesen Moment. Und wenn du in dem Moment drin bist, im Leid, in dem, was das alles mit dir macht, Kerstin, dann gib mir bitte kurz Bescheid. Bist du drin? Ja. Super. Welches Gefühl taucht jetzt als allererstes auf? Angst. Angst? Ist es eher eine Angst vor etwas oder eher eine Angst um etwas? Um etwas? Angst um etwas. Um etwas. Kannst du dieser Angst erlauben, da zu sein? Ganz kurz einfach nur, du musst die jetzt nicht lieben und ich sage immer, du musst die auch nicht heiraten, aber wenn du diese Angst jetzt fühlst, kannst du ihr einfach so ganz kurz innerlich sagen, es ist okay, dass du da bist, Angst. Geht das? Super, du machst es super. Was passiert jetzt mit der Angst, wenn du sie da sein lässt? Sich aus im Körper. Dann sag ihr innerlich, es ist in Ordnung, dass du dich ausweitest. Es ist okay. Wenn du ihr jetzt erlaubst, größer zu werden, sich auszuweiten, was geschieht dann mit der Angst? Zieht auf meinen Rücken. Dann geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Rücken. Und sag der Angst, es ist in Ordnung, dass du dich jetzt hier zeigst. Und ihr bitte geht mit dem Gefühl, vielleicht findet ihr eine Wut, Traurigkeit, welches Gefühl auch immer jetzt in jedem Einzelnen kommt, einfach dieses Gefühl da sein lassen. Ja? Kerstin arbeitet jetzt stellvertretend. Was geschieht jetzt mit der Angst, wenn du sie am Rücken da sein lässt, Kerstin? Zieht sich auf die Schulter, also auf die Schulterblätter. Kannst du irgendwie feststellen, ob sie sich vergrößert oder verkleinert, ob sie sich irgendwie von der Intensität her verändert? Sie wird stärker. Ich habe das Gefühl, als wenn sie mich nach unten drückt. Dann sag der Angst innerlich, es ist in Ordnung, dass du stärker wirst. Ich sehe dich. Das ist quasi wie so ein, wir wollen ja unangenehme Gefühle nicht wahrnehmen, wir oder nicht zulassen, denken uns ab, aber es ist ungefähr so, du bist jetzt in was und es klingelt Sturm und es bollert jemand gegen die Türe und nervt dich tierisch. Und wenn du jetzt eh schon gestört bist, mach einfach mal der Angst die Türe auf und sag, okay, jetzt komm mal rein und sag mal. Was passiert jetzt mit der Angst? Sie zieht den Rücken runter. Also sie dehnt sich aus, sie zieht wieder den Rücken runter. Lass es zu. Bis zum Rippenbereich, also der ganze Rippenbereich von Schultern. Auf dem Rücken. Jetzt geh mal mit deiner Aufmerksamkeit auf das Gefühl, was unter der Angst ist. Da ist noch was drunter. Welches unangenehme Gefühl ist unter der Angst?
Ich kann nichts erkennen. Dann geh noch mal mit deiner Aufmerksamkeit ganz zur Angst. Braucht die noch mehr Raum und noch mehr Aufmerksamkeit? Und sage ihr, es ist in Ordnung, dass du da bist. Beobachte, wie sie sich vielleicht ausdehnt und irgendwann hat sie genug Raum eingenommen. Aber lass dir Zeit. Vor Luftschmerzen. Kannst du dem, das ist nämlich der Schlüssel, in dem Moment, in dem wir unangenehme Gefühle da sein lassen, fangen die sich an zu bewegen. Wir gehen in den Verdauungsprozess und dann ist Platz für das nächste unangenehme Gefühl, was unter der Angst ist. Verlustschmerz, sagst du. Kannst du diesen Verlustschmerz da sein lassen? Und ihr schaut bitte parallel, was bei euch unter dem ersten Gefühl für ein anderes Gefühl ist und lasst das da sein. Da sein lassen ist sein lassen und sein lassen ist loslassen. Der Schlüssel ist, mit dem zu sein, was schrecklich ist. Ja. Da sein lassen ist sein lassen und sein lassen ist loslassen. Und dann ist Platz für das nächste. Willkommen. Verlustangst, nee, Verlustschmerz, sagtest du, ne? Du machst es super, Kerstin, ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass du dich zeigst. Welches Gefühl ist unter dem Verlustschmerz? Traurigkeit. Kannst du der Traurigkeit ebenso erlauben, da zu sein? Einfach sagen, es ist in Ordnung, dass du da bist. Ich sehe dich. Es ist Ich jetzt in kümmere Ordnung. mich jetzt um dich. Liebe, nochmal bitte. Ich sage dir, diese Traurigkeit, die ist eher im Brustbereich. Ja, du kannst auch deine Hände an den Brustbereich legen, um einfach mit deiner Aufmerksamkeit ganz dahin zu gehen, wo die Traurigkeit ist. Und ja, auch wenn ihr irgendwo an einer bestimmten Stelle im Körper dieses Gefühl fühlt, dann geht einfach mit den Händen dahin und sagt Willkommen, Traurigkeit oder was auch immer sich zeigt. Welches Gefühl ist unter der Traurigkeit, Kerstin? Wut. Kannst du der Wut auch erlauben, da zu sein? Breitet sich unterhalb im Rippenbereich unterhalb der Brust aus. Willkommen, Wut. Es ist in Ordnung, dass du dich jetzt überall ausbreitest. Ja, lass sie da sein. Lass sie sein. Ist unter der Wut noch ein anderes Gefühl? Nein, sagtest du, ne? Du hast gerade mit dem Kopf geschüttelt. Habe ich das richtig? Ja, gut. Ja, nein, ich wollte mich nur vergewissern. Wie gesagt, du machst es ganz toll. Wir stellen uns jetzt vor, dass alle diese Gefühle, die sich jetzt bei dir, Kerstin, und bei euch anderen gezeigt haben, wie so eine Art Rohr, wie so eine Rutschbahn darstellen, in das du dich, in das ihr euch jetzt hineinfallen lasst. Und zwar beginnend, bei Kerstin war es jetzt die Angst. Und endend bei der Wut. Und jetzt rutschst du Kraft deiner Absicht in diesem Gefühlsrohr, in den Moment,
zurück in deiner Vergangenheit, als die kleine Kerstin in diesem Leben genau diese Gefühle in genau dieser Reihenfolge zum ersten Mal erlebt hat. Lass dir Zeit, rutsch dahin, denk nicht nach, sondern lass dich einfach in diesen Moment fallen. Und wenn du in diesem Moment bist, an dem die kleine Kerstin zum ersten Mal diese Gefühle erlebt hat, dann beschreib mir bitte kurz die Situation. Ich noch mal bitte, ich habe es nicht verstanden. Um mich geschlagen, Du hast dich geschlagen? weggewehrt, was Gewehrt. weggewehrt. Okay. Wie alt war die kleine Kerstin, die sich gewehrt hat? Ein, 2 Jahre. 1, 2 Jahre. Und beschreib mal die Situation. Gegen wen hat sie sich gewehrt? Wo war sie? War sie zu Hause? War sie draußen? War sie im Kinderzimmer? Versuch mal, Menschen wahrzunehmen, gegen die sie sich gewehrt hat. In einen Raum, nicht draußen. In einem Raum, war das dein Zimmer? War das zu Hause? Sind da Menschen, die dir vertraut vorkommen oder die du kennst? Im Kindergarten auf der Liege. Im Kindergarten auf? Auf einer Liege beim Mittagsschlaf. Ah, okay. Und gegen wen hat sich da die kleine Kerstin gewehrt im Kindergarten? Auf der Liege beim Mittagsschlaf. Nochmal bitte, sorry, ich habe es nicht verstanden. Ich hab so ein richtig bedrückendes Gefühl auf dem Brustkorb. Ja. Versuch mal, dass wir, ich, du bist sicher, ich bin bei dir, dir passiert nichts. Ja, wir halten dich jetzt alle, ihr seid alle gehalten. Gegen wen musste sich die kleine Kerstin wehren? Dir passiert nichts, wenn du die Person jetzt an dich ranlässt für einen ganz, ganz kurzen Moment. Wir greifen gleich ein und bringen das in Ordnung. Ich wollte nicht schlafen. Du wolltest nicht schlafen. Und du wurdest gezwungen zu schlafen. Und wer hat dich gezwungen? Die Kindergärtnerin. Die Kindergärtnerin. Okay. Dann gehen wir jetzt ganz bewusst in diese Situation rein und nimm die kleine Kerstin aus diesem Kinderbettchen im Kindergarten. Und nimm sie ganz, ganz liebevoll an dein Herz und sag ihr, es ist nicht in Ordnung, das kannst du leise sagen, ja, und ihr stellvertretend, wenn ihr euer inneres Kind gefunden habt. Es ist nicht in Ordnung, dass die dich hier zwingt zu schlafen, obwohl du gar nicht schlafen möchtest. Es ist nicht in Ordnung, was hier geschieht, und es tut mir so unendlich leid. Es tut mir so leid, dass du hier gezwungen wirst, irgendwas zu machen, was du überhaupt gar nicht möchtest. Es tut mir so leid und es ist nicht in Ordnung. Weißt du, ich suche dich schon mein ganzes Leben und am allermeisten tut es mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, um dich zu finden. Aber hier und heute, jetzt habe ich dich gefunden. Und ab heute lasse ich dich nie wieder alleine. Ich werde es nie wieder erlauben, dass dich jemand zu irgendetwas zwingt, was du nicht möchtest. Ich werde das nie wieder erlauben. Das verspreche ich dir.
weil du für mich das Allerwichtigste bist. Und weil ich dich so unendlich liebe, ich werde es nie wieder zulassen, dass jemand so sehr deine Grenzen überschreitet, dass jemand dich so sehr zwingt. Ich beschütze dich ab heute. Ich sorge für dich. Ich werde dafür sorgen, dass du alles bekommst, was du brauchst. Alle Freiheit, allen Schutz, alle Geborgenheit, alle Unterstützung. Alles, was du brauchst und alles, was du dir wünschst. Und auch wenn deine Wünsche noch so unvernünftig durchgeknallt oder bescheuert sind, ich werde dafür sorgen, dass du alles bekommst, was du brauchst und was du dir wünschst. Und ich werde dafür sorgen, dass du alles erreichst und schaffst, was du dir vornimmst. Weil du für mich das Kostbarste und das Wertvollste in meinem Leben bist. Und weil ich dich so unendlich liebe, dass verspreche ich dir. Und jetzt stellen wir uns vor, dass diese, ich nenne es jetzt mal Drama-Situation in einer roséfarbenen Kugel ist und das gesamte Drama deines Lebens bis zum heutigen Tag, die Wiederholung von der Wiederholung von der Wiederholung von der Wiederholung, alles ist in dieser roséfarbenen Kugel. Und ihr macht es bitte stellvertretend, jeder für sich eben auch, ja, das Drama, alles Drama packen wir jetzt in diese roséfarbene Kugel. Und du im Hier und Jetzt, ihr im Hier und Jetzt in euren schönen Wohnzimmern, befindest dich ebenfalls in einer roséfarbenen Kugel. Und beide Kugeln sind miteinander verbunden. Das heißt, die Dramakugel schwebt so circa 10 Meter vor deinem physischen Körper. Und die sind verbunden mit Schnüren, Bändern, Kordeln, whatever. Und an einer oder an mehreren Stellen in deinem physischen Körper docken jetzt diese Verbindungsbänder an. Kannst du wahrnehmen, an welchen Stellen deines Körpers die andocken? Am Herzen, an den Armen. Auch. Noch irgendwo? An den Beinen, an den Oberschenkeln. Wow, das ist eine ganze Menge. Wo auch immer jetzt im Energiefeld von euch, von jedem Einzelnen, diese Verbindungsbänder andocken, wir schneiden die jetzt Kraft unserer gemeinsamen Absicht durch. Ja, alle diese Bänder schneiden wir jetzt durch. Und die Bänder, die sich jetzt noch im Körper befinden, um die kümmern wir uns im zweiten Schritt. Im ersten Schritt kümmern wir uns jetzt um die Bänder, die in der Dramakugel hängen. Jetzt gehen wir bitte noch mal ganz bewusst in die Dramakugel hinein mit diesen Bändern, die aus der Dramakugel hängen, in der Hand. Und nimm die Kleine noch mal ganz bewusst, eigentlich ja noch ein Baby mit einem Jahr, die kleine Kerstin in deine Arme und sag ihr noch mal, jetzt ist alles gut, ich beschütze dich. Nimm sie zu dir und beschütze sie. Und jetzt gibst du bitte die Bänder stellvertretend den Erzieherinnen, ja, und für viele ist es oftmals Mutter oder Vater oder und Vater. Wir geben jetzt diese Bänder stellvertretend den Personen, die Einfluss genommen haben. Unserer direkten Linie, die Erzieher sind jetzt stellvertretend für die Eltern, für deine Eltern, weil deine Eltern dich dahin abgegeben haben, in diese Einrichtung, und stellvertretend für die Ahnen, weil was wir in uns erlösen, erlösen wir in unseren Eltern, in unseren Ahnen, im gesamten Feld, inklusive unserer Nachkommen. Ja? Was aus der Linie draußen ist, ist aus allen draußen. Und so rufen wir jetzt stellvertretend mit dieser Erzieherin auch deine Eltern in diesen Raum, die dich ja immerhin dorthin, ich sage es jetzt nochmal, als kleines Kind abgeschoben haben. Und jetzt gib dieser Erzieherin und stellvertretend deinen Eltern diese Bänder und sag nochmal innerlich, es ist nicht in Ordnung, dass du mich gezwungen hast, etwas zu tun, was ich gar nicht wollte, nämlich zu schlafen. Und deinen Eltern sagst du damit, es ist nicht in Ordnung, dass ihr mich abgeschoben habt. Ja, dass ihr euch nicht um mich gekümmert habt, dass ich
mit Menschen, die so kalt mit mir umgegangen sind, zusammen sein musste, dass sie noch nicht mal meine Individualität als kleinstes Wesen und meine Bedürfnisse ernst genommen haben. Es ist nicht in Ordnung und es hat mich ganz, ganz tief verletzt. Ich gebe euch, Mama, Papa, Erzieherin, wir nehmen jetzt alle auf einen Streich, ich gebe euch jetzt die Verantwortung für eure Ignoranz, für eure Achtlosigkeit, für eure mangelnde Fürsorge, für eure Kälte, für eure Härte, für eure Überforderung, für eure Ohnmacht, für eure Ablehnung, für all eure Programme und für euer gesamtes Leben zurück. Und ich nehme mir jetzt mein Recht auf Geborgenheit, auf Achtsamkeit, auf Unterstützung, auf die Erfüllung meiner Urbedürfnisse, auf eine geborgene, glückliche Kindheit im Körper eines kleinen, fröhlichen Mädchens oder Jungen, auf Grenzen, auf Unterstützung, auf Schutz, Geborgenheit und Liebe zurück. Das Recht zu schlafen, wann ich schlafen möchte. Das Recht, wach zu sein, wann ich wach sein möchte, im übertragenen Sinne. Und jetzt sagt der Kleine nochmal ganz bewusst, es ist nicht in Ordnung, was sie dir angetan haben, aber jetzt ist Schluss damit. Ab jetzt sorge ich für dich. Ich achte auf dich. Ich achte auf deine Bedürfnisse. Ich beschütze dich, weil du das Kostbarste und das Wertvollste in meinem Leben bist. Und weil ich dich so unendlich liebe. Und jetzt verlass mit ihr die Dramakugel und bring sie in deine Erwachsenenkugel im Hier und Jetzt, deinem Wohnzimmer. Und jetzt stellen wir uns alle vor, dass vor unseren Füßen, vor jedem Einzelnen, ein großer goldener Trichter erscheint. Und in diesen Trichter schmeißen wir jetzt die Dramakugel und ziehen diese ganzen Bänder, die noch im Körper hängen, hinterher raus und schmeißen die ebenfalls in den goldenen Trichter. Und in diesem Trichter entsteht jetzt, der transportiert jetzt diese ganzen Bänder in den heiligen Vulkan von Mutter Erde. Und dort entsteht jetzt ein loderndes, mächtiges, prächtiges Feuer, das jetzt diesen gesamten Urschmerz, was auch immer du erlebt hast, die Wiederholung von der Wiederholung, von der Wiederholung, von der Wiederholung. All dieser Schmerz wird jetzt in diesem wunderbaren Feuer transformiert. Und das Feuer steigt jede Sekunde höher und höher und höher. Und in dieses Feuer hinein bitte ich dich jetzt, mir laut folgende Absichtserklärung nachzusprechen, und ihr könnt es alle für euch entsprechend auch laut aussprechen, bitte mit gemütetem Mikrofon, sonst haben wir durcheinander. Mit eurem Namen, mit eurer Absicht. Ich, Kerstin, entlasse jetzt alle Ereignisse, in denen ich von Menschen, die ich liebe und denen ich vertraue, enttäuscht, ignoriert, missachtet, überfordert, abgelehnt, misshandelt, belogen, betrogen oder gar getötet wurde. Ich entlasse alles damit verbundene Trauma. Ich entlasse alle damit verbundenen Schwüre und Gelübde. Ich entlasse alle damit verbundenen Flüche. Ich entlasse alle damit verbundenen Glaubenssätze. Ich bin es nicht wert, geliebt zu sein. Ich bin es nicht wert, geliebt zu sein. Bin es nicht wert, geliebt zu sein. Die Glaubenssätze zu sein. Ich muss machen, was andere von mir verlangen, sonst werde ich bestraft. Von mir verlangen, sonst werden wir bestraft.
Oder wenn ich tue, was mein Herz möchte, werde ich bestraft. Wenn ich nicht nur, was ich mein Herz möchte, werde ich bestraft. Ich entlasse alle damit verbundenen körperlichen. Warum? Materiellen, spirituellen und auch zwischenmenschlichen Auswirkungen aus jeder Zelle meines Körpers, Aus jeder Zelle meines Körpers. aus jeder Schicht meiner Aura, Aus jeder Schicht meiner Aura. aus meiner DNA, Aus meiner DNA. durch alle Zeiten, Nicht alle Zeiten. Dimensionen Dimensionen. und Ereignisse Ereignisse. aus diesem Leben, Aus diesem Leben. vergangenen Leben Aus vergangenen Leben. und allen künftigen Leben, Von allen künftigen Leben. inklusive aller Generationen, Inklusive aller Generationen. vor und auch nach mir, Vor und auch nach mir. und zwar jetzt. Und zwar jetzt. Und jetzt nimm drei tiefe Atemzüge und atme diesen gesamten Urschmerz in den heiligen Vulkan von Mutter Erde und nimm wahr in dieses Feuer hinein, wie dieses Feuer immer höher und höher und höher steigt, immer lodernder, mächtiger und prächtiger wird. Und wie dieses Feuer sich am höchsten Punkt im Universum, an der Quelle, in ein wunderschönes roségoldenes Licht verwandelt, das jetzt ganz sanft von der höchsten Quelle auf dich zuströmt, durch dein Kronenchakra Einzug hält in dein Energiefeld und dich vollständig ausfüllt und reinigt. Jede Zelle deines Körpers wird jetzt gereinigt und gewaschen. Jeder Muskel, jedes Organ, jedes Chakra, jeder Knochen bis in den letzten tiefsten Zellkern deines Seins hinein, deine DNA. So als ob dein Körper ein inneres Bad nimmt in diesem Licht und du fühlst dich von Sekunde zu Sekunde heller, reiner und klarer. Als würden wir eine einzige Taste drücken. Erase Memories. Zellerinnerungen löschen. Dieses Licht durchflutet und durchströmt dich. Und reinigt und löscht die Wiederholung von der Wiederholung von der Wiederholung von der Wiederholung vom Ursprung bis zum heutigen Tag und darüber hinaus aus dir und allen Generationen vor und nach dir. Und diesen so kraftvollen Transformationsprozess verstärken wir, indem wir jetzt alle gemeinsam Om Anina chanten. Om Anina, Om Anina, Om Anina, Om Anina, Om Anina, Om Anina. Om Anina, Om Anina, Om Anina. Bleib jetzt in der Verbindung und in der Liebe zu der kleinen Kerstin an deinem Herzen und ihr zu euren inneren Kindern. Und jetzt holen wir den verloren gegangenen Seelenanteil zurück. Und dazu bitte ich alle Lichtwesen, die mich begleiten und alle Lichtwesen, die euch begleiten, insbesondere Maria Magdalena, Sananda, Jesus, Mutter Maria, Isis, Para, Kuan Yin, Erzengel Metatron, Erzengel Jophiel, Erzengel Kamuel, Erzengel Raphael, die gesamte weiße Bruderschaft, die Elohim, die Seraphim und Babaji, bitte geht jetzt zu den Dimensionen, auf denen sich augenblicklich dieser fehlende Seelenanteil von jedem Einzelnen hier Anwesenden in diesem heiligen Raum befindet. Bitte umhüllt ihn mit göttlichem Licht und mit göttlicher, bedingungsloser Liebe und bringt ihn jetzt zurück zu einer jeden einzelnen Seele.
Bitte durchflutet Seelenanteile und Seelen mit göttlichem Licht und mit göttlicher, bedingungsloser Liebe. Und heilt alle durch diese Seelenverluste entstandenen Wunden, egal auf welcher Schicht einer jeden einzelnen Aura. Durch alle Zeiten, durch alle Dimensionen, durch alle Ereignisse aus diesem Leben, vergangenen Leben und allen künftigen Leben, inklusive aller Generationen vor und auch nach uns. Bitte durchblutet Seelenanteile und Seele mit göttlichem Licht und mit göttlicher, bedingungsloser Liebe und verschmelzt alle zu einer vollkommenen Einheit, auf dass eine jede einzelne Seele sich zu ihrem höchsten Potenzial entfalten kann. Schnell, leicht und sanft. Danke, danke, danke. Und so sei es. Und jetzt nimmt Barbie von der höchsten Quelle wunderschönes, indigofarbenes Licht auf euch zuströmt. Durch euer Kronenchakra ganz sanft Einzug hält in euer Energiefeld und euch vollständig ausfüllt, weiterhin reinigt und ernährt mit allem, was es braucht, um ein erfülltes, glückliches, gesundes Leben zu führen. Jede Zelle wird jetzt ernährt und neu kodiert, jede Schicht eurer Aura mit dem Wissen, wie ihr die Weisheit eurer Seele lebt, erkennt und vor allem angstfrei zum Ausdruck bringt und dafür geht. Wie sicher es ist, das zu tun, was das Herz mir sagt, dass ich dabei sicher bin. Und je mehr ich das tue, umso mehr bin ich geliebt. Diese Information ist jetzt in diesem wunderschönen, indigofarbenen Licht enthalten und speist und programmiert jede Faser deines Seins. Und in diesem Licht erscheint jetzt circa 30 Zentimeter über einem jeden einzelnen Kopf ein wunderschöner indigofarbener Stern, dein Seelenstern, der sich jetzt ganz behutsam in Bewegung setzt, um über dein Kronenchakra Einzug zu halten in deinem Energiefeld und um ganz sanft in deinem Herzen Platz zu nehmen. Atme ihn ganz sanft in dein Herz und dehne ihn mit jedem Atemzug ein klein wenig mehr aus, immer größer und weiter und noch größer und noch weiter, so weit und so groß, bis du dich mit der kleinen Kerstin, bis du dich mit deinem kleinen Mädchen, deinem kleinen Jungen inmitten deines Seelensterns befindest. Er ist fest verankert in deinem Herzen und umgibt dich als multidimensionale Schutzkugel. Du kannst dich in ihm bis an den äußersten Rand des Universums ausdehnen und bist dennoch vollkommen sicher und geborgen. Nichts, was geringer als Licht ist, kann diesen deinen heiligen inneren Raum, deinen Seelenstern durchdringen. Und diesen Teil deiner Seele, einer jeden einzelnen Seele, verankern wir jetzt unwiderruflich in jeder Faser deines Seins mit dem Siegel Kri, indem wir gemeinsam Om Kri chanten. Om Kri, Om Kri. In der Verbindung und in der Liebe zu dem kleinen Wesen in deinem Herzen, zu deinem inneren Kind und mach dir bewusst, dass dein Seelenstern jetzt fest verankert ist
in deinem Herzen. Und jetzt lass dich eingehüllt in deinem Seelenstern, mit dem kleinen, geliebten Wesen in deinen Armen, in den heiligen Schoß von Mutter Erde, Panchamama, fallen. Und dort badest du jetzt, eingehüllt in deinem Seelenstern, dem kleinen inneren Kind in deinen Armen, wie ein Embryo im Schoß der Mutter und kannst alles nachholen, was deine leiblichen Eltern dir niemals geben konnten. Allen Schutz, alle Liebe, alle Geborgenheit. Es gibt nichts zu tun, außer zu atmen und zu entspannen. Und mit dem Ausatmen entlässt du einfach all das, was dir nicht mehr dient. Und mit dem Einatmen nimmst du einfach all das auf, was du brauchst. Du musst noch nicht mal darüber nachdenken, was du ausscheidest oder was du aufnimmst, so wie der Embryo auch nicht darüber nachdenkt. Du atmest ein, nimmst auf, du atmest aus, scheidest aus. Die immerwährende, bedingungslose Liebe von Mutter Erde, einer vollkommenen Urmutter, die keine Negativprogramme an ihre Kinder überträgt, nichts von ihr verlangt, von ihnen verlangt, was sie nicht möchten, ihnen jeden Schmerz nimmt und alles Leid und es in Nahrung wandelt, in bedingungslose Liebe, Unterstützung und Kraft. Und während du im Schoß der Erde badest und dich ernährst und alles nachholst, was deine leiblichen Eltern dir nicht geben konnten, nimm wahr, wie von der höchsten Quelle wunderschönes, weiß-goldenes Licht den gesamten Schoß der Erde durchflutet, deinen Seelenstern durchflutet, dich durchflutet, das kleine Kind in deinen Armen durchflutet. Die bedingungslose Liebe von Vater Sonne, Vater Himmel. Und auch diesen Teil deiner Seele, das Wissen, wie du deine Essenz lebst, zum Ausdruck bringst und vollkommen sicher bist, wenn du diese Weisheit in dir erschließt und dafür gehst, sie lebst, wie du Zugriff, das Wissen, wie du Zugriff auf diese Essenz hast, dieser verschüttete, heile, vollkommene Kern, der in dir leben möchte. Auch diesen Teil deiner Seele verankern wir unwiderruflich mit dem Siegel Karina, indem wir gemeinsam Om Karina chanten. Om Karina, 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 Om Karina. Mach dir noch einmal bewusst, wo du dich befindest, eingehüllt in deinem Seelenstern, einem kleinen Kind in deinen Armen, vollkommen sicher und geborgen, in deinem Seelenstern getragen, geliebt, ernährt und gespeist von der bedingungslosen Liebe deiner göttlichen Mutter, Pachamama, ernährt, gehalten und unterstützt von der bedingungslosen Liebe von Vater Sonne. Und an diesen Ort kannst und sollst und darfst du immer und zu jeder Zeit zurückkehren,
in dieses Bewusstsein, um dich zu stärken, um dich zu nähren, um dich zu verankern. Fühl noch einmal die Liebe zu dem kleinen Wesen und sag ihm noch einmal, wie froh du bist, dass ihr jetzt eins seid und dass ab heute ein neuer Tag, ein neues Leben beginnt. Dass du es ab heute beschützt, unterstützt, förderst und ihm alle Wünsche erfüllst, die er sich nur vorstellen kann, weil du es so unendlich lieb hast. Und in diesem Bewusstsein, in diesem Heilsein, in diesem Einssein, darfst du jetzt ganz langsam wieder in diese Realität zurückkehren. Nimm einfach den Raum wahr, in dem du dich befindest, den Stuhl, auf dem du sitzt. Bewege vorsichtig deine Zehen und deine Finger und wann immer du bereit bist, dann öffne deine Augen. In diesem Raum, in deinem Körper, strecke und recke dich im Hier und Jetzt. Danke, danke, danke und so sei es, damit geschehen darf, was geschehen soll, im Namen des Lichtes. Aho. Vielen, vielen Dank, Britta. Vielen, so gerne. Wie fühlst du dich, liebe Kerstin? Leicht, leicht. Verstehst du jetzt also, was es für mich bedeutet? Vielleicht noch mal ganz kurz rückblickend. Es ging ja um das Thema Allergien, ja? Und die Allergie bedeutet, ich kann nicht, wie ich will. Eine Allergie schränkt ja ein, ja? Wenn du kannst nicht schnell rennen, wenn du Asthma hast, wenn du Heuschnupfen hast, kannst du nicht raus, wenn es draußen grünt und blüht. Und das ist der Urschmerz. Du durftest nicht schlafen, du musstest schlafen, du wurdest gezwungen, etwas zu tun. Und wenn man aus einer Erwachsenenperspektive draufschaut, dann denkt man, jo Maja, so, das ist jetzt ja eigentlich nichts Großartiges, aber das ist ein absolutes Zwangsjacke, ein Baby wegzugeben und es jenseits seiner Bedürfnisse erstmal abzuschieben und dann in so eine Zwangsjacke zu stecken. Und du hast einfach gelernt und jetzt hast du Vater gepflegt, Mutter gepflegt. Wann in deinem Leben hast du jemals das getan, was du wolltest? Und dein ganzes Feld zeigt dir das über die Allergie. Das ist das Symptom dafür, dass du dich selbst niemals leben konntest. Und das ist kein Fehler. Du konntest es nicht. Der Teil deiner Seele, der weiß, wie es geht, dass du deine Freude lebst, dass du deine Grundbedürfnisse lebst, dass du schlafen kannst, wenn du schlafen willst und eben nicht schlafen schläfst, wenn du nicht möchtest. Diese Fähigkeit, in dem Kontakt mit dir zu sein, dich zum Ausdruck zu bringen mit dem, was du möchtest, ging verloren. Und wenn der Teil der Seele fehlt, dann fehlt der Stöpsel in der Badewanne. Das ist eine Fähigkeit, das kann man nicht lernen, das kann man nicht trainieren. Der Stöpsel muss zurück und wir haben jetzt diese Stöpsel zurückgeholt. Dauert jetzt ein bisschen, bis diese Seelenanteile so alt sind, wie ihr heute seid. Man sagt so 2 bis 6 Wochen. Und was jetzt einfach hilft, um diesen Prozess zu beschleunigen, ist, in die liebevolle Kommunikation mit dem kleinen Kind zu gehen, indem man das so spielerisch teilhaben lässt an dem Leben, dass man sagt, oh, schau mal, das ist meine Lieblingsblume und diese Schokolade esse ich so gerne und diese Musik höre ich so gerne, dass man so dieses innere Kind eben mitnimmt und ihm immer wieder sagt, jetzt bin ich da und ich habe dich so lieb und ich beschütze dich. Und was wir einfach verstehen dürfen ist, energetisch gesehen ist das jetzt alles am richtigen Platz, aber unser Unterbewusstsein läuft jetzt im Fall von Kerstin seit dem ersten Lebensjahr mit diesem Programm. Das heißt, es ist einfach eine Gewohnheit. Stell den Mülleimer, das ist mein Lieblingsbeispiel, von da nach da, der steht sofort da, aber wie oft läufst du noch zum alten Platz? Ja, weil du es gewohnt bist. Und deswegen müssen wir unser Unterbewusstsein trainieren. Und die Abkürzung dahin ist, geh mit deinem inneren Kind in den heiligen Schoß von Panchamama, scheide aus, was du nicht brauchst, atme ein, was du brauchst, erde dich, ja, übergib der liebenden Mutter, ja, und nimm auf. Und dann chante die Siegel, erstmal Anina. Anina hilft, diesen Urschmerz aufzulösen, all das, was uns davon abhält,
die Essenz, die Weisheit unserer Seele zu erden, was da im Widerstand ist, eben aufzulösen, ja, damit unsere Seele inkarnieren kann, damit die Weisheit unserer Seele Einzug hält in unser Feld und eben dieses Erinnern, von dem ich immer erzähle, stattfinden kann. Und das ist Kri. Mit Kri wird der Teil der Seele, der weiß, wie wir die Weisheit unserer Seele zum Ausdruck bringen, wie wir unsere Wahrheit in Form von ja, Berufung leben, das, die Weisheit unserer Seele, ja, wie wir unsere Wahrheit leben. Je mehr ich mich selbst zum Ausdruck bringe, umso mehr bin ich geliebt. Je mehr ich tue, was mir Freude macht, umso mehr bin ich geliebt. Je mehr ich mich zeige, das, was es für jeden Einzelnen bedeutet, diese Fähigkeit, dieses Wissen, auch was ich mir eigentlich wünsche. Viele wissen ja schon gar nicht mehr, was sie sich wünschen, ja. An dieses Wissen zu kommen, die Fähigkeit, das zu reaktivieren, das ist Kri, ja. Und Kri löscht gleichzeitig eben auch nochmal die ganze Traumaenergie, die negativen Glaubenssätze und so weiter und hilft uns, die unterstützende Frequenz für uns zu finden. Und man arbeitet damit, indem man erstmal Om Anina chantet, so oft sich das gut anfühlt. 5-mal, 10-mal, 100-mal, das ist jeden Tag anders, das fühlt ihr. Das ist jetzt quasi die Frequenzmedizin für die nächsten 30 Tage mindestens. Für denjenigen, der das ernsthaft anwenden möchte und wirklich was verändern möchte. Und dann chantet man Om Kri, 5-mal, 10-mal, jedes Mal anders, so oft sich es halt gut anfühlt. Und dann Karina, und Karina hilft uns wirklich in diese göttliche Essenz, in diese göttliche Reinheit zu kommen, diese göttliche Reinheit zu leben. Und 5 Minuten committedes Chanten, ja, wirklich Chanten, die eigene Stimme hat die höchste Resonanz auf den eigenen Körper. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Man kann mit Klang sogar Krebszellen zum Zerplatzen bringen. Und Klang, ich rede jetzt nicht weiter, sonst bin ich in 2 Stunden noch nicht fertig. Chantet einfach diese 3 Siegel. Diese Siegel sind diese eure individuelle Heilsymphonie, auch wenn jetzt 100 Leute dieselben Siegel chanten, der Klang der eigenen Stimme und deine eigene Absicht macht das zu deiner individuellen Frequenzmedizin, sage ich mal. Und das Gesetz der Harmonie sagt, das Stärkere dominiert das Schwächere und gleicht es sich ihm an. Wenn das Stärkere positiv ist, zieht es mich hoch. Wenn das Stärkere negativ ist, zieht es mich runter. Und die Stimmgabeln, das ist generell das Prinzip des energetischen Heilens. Das ist das Gesetz der Harmonie. Das heißt, wir setzen mit einem Kristall, mit den Siegeln jetzt in unserem Fall, mit einer Heilfrequenz eine Stimmgabel und sagen, hallo Energiefeld, dieser Schwingung darfst du dich anpassen. Und jedes Mal, wenn wir eben die Siegel chanten, aktivieren wir diesen Prozess, dass sich unser Feld immer mehr diesem Heilsein anpassen kann und dann erinnern wir. Und der Fokus ist ganz wichtig für mich, nicht auf die Symptome zu setzen, zu sagen, ah Mensch, weil meistens fühlt man sich nach so einer Session fantastisch. 2 Tage später drückt wieder jemand den Knopf, man fällt in das alte Muster zurück und denkt, alles Scheiße hat nichts gebracht. Nein, wir sind programmiert, wir laufen unser ganzes Leben eben auf dieses Programm und es braucht mit dem Mülleimer eben Zeit, dieses neue Bewusstsein zu verankern. Fokus weg, wenn es eine Krankheit ist, von der Krankheit, generell Fokus weg vom Symptom. Fokus bitte auf das innere Kind, auf das Nähren, auf das Schützen. Das muss man lernen, ja, sich um das innere Kind zu kümmern. Und Fokus beispielsweise jetzt auf die 3 Siegel, auf diese Heilfrequenz. Und vor allem, wenn dann so der Zweifel kommt, bringt es dann alles was? Sofort anfangen zu chanten, weil wenn ich chante, dann kann ich nicht nachdenken. Das ist das Gute. Und man merkt einfach mit der Zeit, die Siegel sind sehr feinstofflich und subtil in der Wahrnehmung. Ich weiß, so viele Menschen, mittlerweile Therapeuten, arbeiten damit und es sind so viele Wunder geschehen. Und ich kann euch einfach nur ermutigen, lasst euch nicht nur von mir auf YouTube bespaßen, sondern wendet diese Stimmgabeln wirklich selbst für euch an. Ja, ich habe das ja auch, wenn jemand jetzt nach der näheren Bedeutung fragt, im Fernkurs abgebildet, die 12 Siegel des Metatron. Oder wer wirklich die Kraft einer solchen Session nicht nur in eine Stunde lang erleben möchte, sondern wirklich in einen Prozess gehen möchte, sein Leben wirklich umkrempeln möchte und sich mal eine Woche
in einer Gruppe Gleichgesinnter mit meiner Unterstützung und mit täglichen Sessions und Begleitung helfen lassen möchte, den lade ich von ganzem Herzen ein, zu unserem Ibiza-Retreat zu kommen. Das ist von Ende April bis Anfang, 27. April bis 3. Mai stattfindet. Ich weiß, es sind ein paar im Raum, auch die in Ibiza dabei waren. Es ist unglaublich, die Menschen am ersten Tag zu sehen und was dann wirklich nach einer Woche geschieht und wie wir aus unseren Ibiza-Gruppen entnehmen. Ja, scheint es anzuhalten. Also wir sind immer noch verbunden über die Gruppe hinweg. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so viel reden. Ich möchte jetzt einfach den Raum noch mal öffnen für Fragen zu den Siegeln, wozu auch immer, zu Ibiza. Und für mich ist es mittlerweile so, vielleicht sage ich das noch. Ich werde immer wieder gefragt, wann machst du dieses Seminar, wann machst du jenes Seminar. Ich mache die Kurse, die ihr bei mir auf der Website findet, nicht mehr live. Im Moment, es gibt es alles online. Was ich live mache, sind die Retreats. Ibiza, wir werden auch kleines Top Secret im November mit meinem Liebsten zusammen ein Secret Relationship Seminar, Retreat anbieten, aller Voraussicht nach sogar in Deutschland ein paar Tage. Und es wird vermutlich Anfang nächsten Jahres wieder ein Hawaii-Retreat geben. Aber ich habe so viel Freude, Menschen dabei in ihren Prozessen zu begleiten, dass das, was im Prinzip an Lehre vermittelt, online zur Verfügung steht, das wiederhole ich nicht mehr. Also wer live was machen möchte, kommt bitte in die Retreats. So viel dazu, weil ich werde das jeden Tag, kriege ich E-Mails und werde das gefragt. Einmal ganz schnell, hier hat jemand gefragt, ob es eine kurze schriftliche Anleitung zu dem gibt, was wir gerade gemacht haben. Vielleicht kannst du das da direkt mal dazu sagen. Wir haben ja die Aufzeichnung jetzt, die wir zur Verfügung stellen, die ist kostenlos. Ich habe meinen Fernkurs Ho'oponopono, in dem ich genau diesen Prozess leite. Es gibt eine Meditation, Heilreise zum inneren Kind, ganz günstig, aber ihr werdet sicherlich verstehen, dass ich nicht alles umsonst machen kann. Aber ihr könnt euch ja jederzeit nochmal in diesen Prozess begeben und das sozusagen euch nochmal anhören und nachvollziehen. Ich hoffe, das ist okay. Tara, genau, sag mal, was noch an Fragen da sind. Ich habe den Chat leider nicht verfolgen können. Bitte. Nee, so richtig viel ist eigentlich nicht. Danke. Also viel, viel Dank. Und wenn ich zwischendurch chante, ist es egal, in welcher Reihenfolge ich das tue. Nein, ich würde die Siegel jetzt genau in dieser Reihenfolge, weil die sich aufeinander aufbauen. Das ist in der Tat eine super Frage. Das ist auch beim Reading sehr wichtig. Ich muss immer die Reihenfolge wissen. Ja, ihr findet die Abbildungen der Siegel, findet ihr auf meiner Webseite. Da ist auch eine kurze Beschreibung. Es gibt auch den Energieschmuck. Da ist jedes Siegel zum Beispiel abgebildet. Da könnt ihr das nochmal sehen. Ja, wenn ihr das sehen wollt. Oder wie gesagt, ganz YouTube ist voll mit den Karten. Kara, du sagst mir, Ja. wenn jemand noch was sagen möchte, einfach dieses Handzeichen machen, dann könnt ihr auch sprechen, ne? Genau, ist einfacher. Also die Aufzeichnung werden wir veröffentlichen, aber wann ist noch nicht ganz klar. Es ist jetzt gerade Neumond, also vielleicht zum nächsten Neumond. Müssen wir noch mal gucken. Ist es okay, wenn die beim Hund angewandt werden, die Siegel? Wenn die was? Bitte? Beim Hund angewandt Natürlich. werden. Der Wirkung der Siegel Hund, sind ja, Pferd, Katze. ja. Hund, Pferd, Katze, Maus, Genau. Kaffeemaschine, alles, was klemmt. Ehrlich gesagt, mit der Kaffeemaschine habe ich es noch nicht ausprobiert, aber. Nee, die soll man erst ausstöpseln. Bei der White-Time-Energie habe ich zufällig gelesen. Ja, stimmt. Also ganz viel Dank. Thema Beziehungen. Das ist jetzt, glaube ich, geht ein bisschen weit. Kannst du auch kurz auf die Themen, beispielsweise Beziehung als Ratschläge eingehen, wie wir damit umgehen können? Die Beziehungen sind im Prinzip der Spiegel, wie wir selbst mit uns umgehen. Und was auch immer wir in unserer Kindheit erlebt haben, unsere Urbeziehungen, also Vater, Mutter beispielsweise, prägen unser Leben. Und ein Kind, das beispielsweise von einem Elternteil verlassen wurde, weil ein Elternteil gestorben ist,
dass misshandelt wurde, dass missbraucht wurde, auch von anderen von außen. Das sind traumatische Erlebnisse, die ganz viel mit dem Urvertrauen zu tun haben, ja, mit dem Vertrauen in einen anderen Menschen, in das Leben, in die Erde. Das ist sehr individuell. Und wenn ich das verloren habe, dann ist jede Form von Nähe unter Umständen Gefahr. Ja? Und wir, alle Menschen, erfahren uns einfach am allerbesten in Beziehung zu einem anderen Menschen. Ja? Und wir alle Menschen haben ein Mega-Hobby, nämlich unseren unerlösten Scheiß auf andere Menschen zu projizieren, so nach dem Motto, ich bin raus, du bist schuld, dass es mir schlecht geht. Und das ist eigentlich derselbe Prozess, wer auch immer das gefragt hat. Ja, nimm dein Beziehungsthema, geh in die Misere, fühl die Gefühle und tauch zurück zum Ursprung. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, Kara, ob das noch aktuell ist von diesem Kongress, Beziehungskongress. Da spreche ich übrigens zum allerersten Mal in meinem Leben, dass ich selber 18 Jahre lang in toxischen Beziehungen gelebt habe und wie ich daraus gefunden habe. Ja, und das ist wirklich ein großes Thema, weil es viele Im Menschen betrifft. Ist das Sacred ein... Beziehungen, das ist jetzt noch bis zum 11. Kann man sich das anschauen. Okay, Das also hat jetzt da. eigentlich gerade angefangen, es passt jetzt genau rein. Ach super, ich weiß nicht, ob mein Interview schon veröffentlicht Modern ist. Couples heißt das, glaube ich. Das ist aber in der Gruppe, müsste das drin sein. Ja, es in der Telegram-Gruppe ist das oder in den E-Mails ist es auch verlinkt. Aber da habe ich eben auch ganz viel zu diesem Thema gesagt. Und das eben auch, ja, ich will jetzt da gar nicht tiefer gehen. Da habe ich umfassend drüber gesprochen. Und wie gesagt, wer da ein großes Thema hat und wie man da tiefer einsteigen kann, da wird es Ende des Jahres ein Live-Retreat geben mit meinem Partner zusammen. Aber der Prozess ist immer derselbe. Es ist ein Symptom. Eine toxische Beziehung ist genauso ein Symptom wie Krebs. Tara, du hilfst mir, ne? Wenn noch was da ist, du liest wahrscheinlich gerade. Ja, nee, weil es jetzt erst im Moment nicht. Kann man von Ibiza nach Deutschland umbuchen? Kann man von Ibiza Ah, nach Deutschland das ist um. Christiane möchte gerne. Vielleicht könntest du uns dazu eine E-Mail schicken, Christiane. Ich glaube, das ist Ja. ein bisschen einfacher, als wenn wir das jetzt hier besprechen. Das ist aber auch überhaupt noch nicht fest im Herbst. Also richtig fest stehen tut das genau ein Datum und das ist jetzt Ibiza im Frühling und alles andere ist angedacht und in unseren Köpfen. Aber da gibt es noch keine Daten, da gibt es noch keine Preise, da gibt es noch keinen Ort. Das ist noch Top Secret quasi. Ja, und der Prozess ist, wie gesagt, immer in uns selbst. Ich hatte gestern ein ganz tolles Gespräch mit einer Freundin, die auch meinte, sie ist mit ihrem Ex-Partner wieder zusammengekommen und sie will es niemandem erzählen, nur mir, weil alle anderen sie verurteilen. Aber ich weiß, dass sie unglaublich viel innere Arbeit gemacht hat. Und alles beginnt in uns selbst, das Prinzip der Eigenverantwortung. Und das ist übrigens was, was wir auf Ibiza bis zum in allen Farben und Facetten wirklich praktizieren und auch üben. Und was da noch dazu kommt, ist eben die Magie der Insel. Ja, Ibiza ist, man sagt es, die Skorpioninsel. Der Skorpion steht für Transformation. Und man wird sozusagen in seine Prozesse geschubst. Aber gleichzeitig gehen wir an so viele Kraftorte. Also es wird keinen Seminarraum geben. Wir sitzen nicht irgendwo in einem Raum, sondern die Insel ist der Seminarraum. Wir sind jeden Tag an einem anderen Ort. Und ich bin selbst auch immer wieder erstaunt, was alles geschieht. Also ich weiß ehrlich gesagt morgens meistens auch noch nicht, was nachmittags geschieht. Wir wissen grob, wo wir hingehen. Manchmal wird das auch verändert, dadurch, dass vielleicht das Wetter oder irgendein anderer Event dazwischen kommt. Aber das ist toll, wirklich im Einklang mit der Natur und mit dieser transformatorischen Kraft in der Gruppe Gleichgesinnte einfach zu sein und mal eine Woche lang das zu machen, was ich jetzt hier in einer Stunde abgebildet habe. Wir werden durch alle 12 Siegel gehen, jeden Tag 2 Siegel und das. Da geht es ans Eingemachte und hinterher ist man neugeboren. So,
Habe ich noch was vergessen? Gibt es noch eine Frage? Sorry, ich habe mich mal wieder auf stumm geschaltet. Nee, es gibt, Carina ist bei weiß, oder? Weiß, weiß Licht. Ansonsten Ja, ganz viel, ganz viel Danke. Carina, genau, ist Ja, dieses guck mal die Weiße, dieses. Reihenfolge. Na. Genau, ich halte hier gerade noch mal in die Kamera. Genau. Die Reihenfolge war? Anina, Kri, Carina. Anina. Erst Anina, Okay. dann Kri Ja. und dann Carina. Super, super. Danke. 10, 6, 11. Sehr schön. Wunderbar. Vielen Dank. Gerne. Gut, ihr Lieben. Dann, wenn keine Fragen mehr da sind, möchte ich dieses Mal nicht versäumen, meiner wundervollen Kara aus tiefstem Herzen zu danken. Kara, was wäre ich ohne dich? Danke, dass du alles im Hintergrund so rockst, nicht nur jetzt, sondern immer. Danke, danke, danke. Ich danke jedem Einzelnen. Ihr alle habt dieses Feld gehalten, ihr habt dieses Feld möglich gemacht und bitte denkt dran, einer für alle, alle für einen. Wir haben ein Feld erzeugt, das jetzt nicht nur für Kerstin gilt, sondern und auch nicht nur für ihre Ahnen und ihre Nachkommen, sondern wirklich für jeden Einzelnen. Es ist ein Bewusstseinsfeld. Ja, und das, was wir in uns verändert haben, diese Resonanz, die wir jetzt aussenden, ja, diesen Schmerz, den wir transformiert haben, der ist jetzt aus dem Kosmos gelöscht. Und die Liebe und die Freude und das Heilsein strahlen wir aus und auf Basis dessen ziehen wir an. Ja. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich nochmal bei dir bedanken für die Möglichkeit. Vielen lieben Dank. Von ganzem Herzen gerne. Ich danke dir wirklich auch für deinen Mut, dass du dich gezeigt hast, weil das gehört ja auch was dazu, sich wirklich vor 100 Menschen so zu zeigen. Und dadurch, dass du das möglich gemacht hast, hast du es für alle möglich gemacht. Also ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Gut. Ja, ihr Lieben, dann Super. lege ich euch einfach ans Herz. Chantet, was das Zeug hält, wann immer hier das Ikea-Bälleland im Kopf wieder losgeht, einfach chanten. Ihr erhöht eure Frequenz, ihr ernährt eure Zellen und ihr macht diesen hier, ja, das Stärkere dominiert das Schwächere und gleicht es sich ihm an, ja, und jedes Mal, wenn das geschieht. Und der Zweifel ist einfach der kleine Bruder von Vertrauen. So, wählt Vertrauen anstatt von Zweifel, das ist ganz normal. Und von daher dürfen wir uns einfach diesem Strom der göttlichen Liebe, die uns trägt und hält, hingeben. Jeden Tag aufs Neue ist es eine Entscheidung, auch für mich. Und ich sage immer, wenn ich durch alles durch sein müsste, um so eine Arbeit zu machen, würdet ihr mich nicht kennen. Ja, wir sind alle im Prozess und im Wachstum und am Loslassen und am Wandeln und am Transformieren. Und jeder neue Tag ist eine neue Chance, ja zu dir selbst zu sagen und das Alte in die Arme zu nehmen, den Widerstand aufzugeben und nach vorne zu gehen. In diesem Sinne, wer noch nicht in der Telegram-Gruppe ist, da sind wir verbunden und im Austausch, herzliche Einladung. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, jederzeit einfach eine E-Mail schreiben. Danke euch für euer zahlreiches Erscheinen, für eure Liebe, für eure Wertschätzung, für euer Vertrauen. Ich bin ganz berührt von den lieben Kommentaren. Danke, dass ihr mich diese Arbeit tun lässt. Danke, dass ihr diesen Raum bereitet. Danke einfach an das Göttliche und an Mutter Erde, Vater Himmel. Danke, danke, danke. Ich sage jetzt einfach mit einem Herzen voller Liebe. Namaste, das Göttliche in mir, grüß das Göttliche in dir, 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 dir mal 100, um dir Frieden und Erleuchtung zu bringen. Namaste. Danke an euch alle. Habt einen wundervollen Abend, seid gesegnet und bis zum nächsten Mal. Namaste. Wenn du selbst in dir die Sehnsucht verspürst, tiefer in Kontakt mit deiner inneren Stimme und der geistigen Welt zu kommen, oder wenn du das Bedürfnis hast,
Heiler mit kleinem Haar oder Heiler mit großem Haar zu sein, wenn du deine Berufung suchst oder sie wirklich in deinem Leben leben und erden möchtest, wenn du dich erinnern möchtest, wer du wirklich bist, dann findest du hier in der Infobox unter dem Video den Link zu meinem Gratiskurs Intuitives Heilen, erinnere dich, wer du bist. Erfahre in meinen Fernkursen, wie du das alte Wissen der Mysterienschule für dich selbst und auch für andere erfahrbar machen kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und viele praktische Erfahrungsberichte aus meiner über 20-jährigen Reise mit diesem Wirken. Abonniere gerne jetzt einfach mit einem Klick auf mein Bild meinen Kanal, dann bekommst du automatisch eine Nachricht, wenn ich neue Videos veröffentliche. Aloha!